Herzliches Willkommen zurück und Hollario. Wir befinden uns auf dem Weg, zwei Missionen zu erfüllen. Wir müssen für Billiggeld teure Transporte machen. In der Hoffnung, dass die Zeit reicht. Nicht wie so beim letzten Mal, als wir es versucht haben, dann in einen Kampf verwickelt worden sind. Festgestellt haben, oh, 20 Sekunden zu spät. Und aus diesem Grund sind wir gerade unterwegs und fliegen durch die Gegend. Ja, das ist das Tor, wo wir zu Nordwest wollen. Das müsste also das sein. Nordwest. Ja, der Sektor, den ich markiert habe, der ist zufälligerweise außer Reichweite für unser kleines Schiffchen. Ich hätte das erwartet. Ich schaue mich mal während der Mission. Da ist Titan. Gut zu wissen. Hier kommen wir nochmal hin. So, kleine Notiz. Titan. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Alles okay. Na, wir haben kurz vorher gestoppt. Oh, und hier ist noch ein Kampf. Und eine Forschungsstation. Oh, wie geil. Das ist richtig geil. Dann werden wir gleich einfach mal zur Forschungsstation fliegen, wenn wir unsere Mission erfüllt haben. Und erforschen dann, was wir dort machen können. Also ich zeige es euch zumindest. Ich weiß es ja schon. So, wir müssen hierhin etwas liefern. Und zwar... Ich glaube, das sind die Kartoffeln an das Ressourcendepot. Das Ressourcendepot ist... Das wollte ich jetzt nicht. Nicht hier verzeichnet. Schade. Da ist es. Dann haben wir zumindest schon mal die Kartoffeln los. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. So, wir sliden noch ein bisschen hin. Entscheiden uns für einen Dock. Drehen wir uns mal ein bisschen richtig. Also was heißt richtig? Wir sind im Weltall. Alle anderen sind falsch. So, ein bisschen näher ran. Noch ein bisschen näher ran. Dock. So, 71 Kartoffeln. Ah, das gab Geld. Nicht viel, aber es gab Geld. Alle Aufträge fallen. Jetzt müssen wir noch da drüben hin. Das wären zwei Sprünge. Das sind zwei Sprünge, die müssen wir jetzt einfach mal machen. So. Ich hoffe nicht, dass das der Hilferuf ist, aber das ist er wahrscheinlich nicht. So. Alles, was Energie braucht, erstmal weg. Jetzt eine Runde warten. Nehmt euch einen Tee, Leute. Trinkt ihn. Freut euch, dass ihr nicht in diesen Klotz fliegen müsst. Und wir sehen uns auf der anderen Seite. Nehme ich den wieder rein. Man weiß ja nie, was auf der anderen Seite einen erwartet. Wir müssen hierhin liefern. 143 Früchte in das Reparaturedock. Das müssen wir. Wir haben noch 9 Minuten Zeit und ich glaube, das schaffen wir ohne Probleme. Das hänge ich auch schon hier hin. Da wir müssen andocken.
Dieser Sektor wird gleichzeitig von einer anderen Fraktion angegriffen. Das heißt, wir werden gleich noch mal ein bisschen plündern können. Ich hoffe, es fallen ein paar zusätzliche Teile ab, weil wir wollen ja sowieso zum Forschungslabor. Und im Forschungslabor können wir die Teile dann gut verwerten. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell gewesen. Diese Strukturen, die Sie hier gebaut haben, sind auch super, finde ich. Also wer auch immer die Dinger gebaut hat, der wusste, was er tat. Einmal gedockt, Früchte geliefert, 20.000 Credits bekommen. Was können wir hier noch verkaufen? Und schon, ihr braucht Energiezellen. Ihr braucht Energieröhren. Schade. Schwarzes Brett, keine Aufträge verfügbar. Wäre zu einfach. So, Standardausrüstung. Zack, zack. Da ist die Schlacht. Wir haben die Macht. Nein, haben wir nicht, aber wir haben Schlacht. Dann seid ihr weg. 10 Kilometer. Das geht fix. Ist das erste Wrack. Oh, Piraten. Piraten sind schön. Mit Piraten können wir uns selber prügeln. Die haben sich die perfekten Zeiten ausgesucht. Ich hätte eigentlich eher noch 5 Minuten gewartet, bis die Schlacht vorbei ist. So, komm, wo seid ihr Piraten? Ich schaue mich mal auf den Bildschirm um und sehe da die roten Boote. Super Piraten. Ich weiß, wir haben immer noch vorne keine großartige Panzerung. Das darf uns jetzt aber einfach nicht stören. Gut, der wird uns sowieso keine großen Probleme machen mit seinen 8,8, 6,5, 5,8. Die sollten wir alle weghauen, bevor überhaupt irgendwann auf die Idee gekommen ist, dass wir da waren. Sollten wir mal ein bisschen treffen. Das ist sowieso 2,2K. 625, hallo. Im Idealfall sind beide Fraktionen glücklich, dass wir irgendwie den Piraten haben. Ein bisschen Teile und sowas rum. Nein, das ist mein Teil. Es ist mein Teil. Du bist, was du plünderst. Mein Teil. So, mal ein bisschen raussuchen und schauen, wo ist das andere Wrack? Da drüben ist das. Titan drin, hier ist glaube ich auch nicht viel mehr drin. Da sowieso nicht. Da sind die anderen Wracks. Aber ich sehe auch ein bisschen was grün und weiß und überhaupt. 23.000. Oh, geil, Titan. Wir haben eine kaputte Schicht, wird etwas erwartet. Wenn man einen Hauch von Panzerung drauf hält, dann darf man sich nicht wundern, dass der Hauch kaputt geht. Damit das einfach mal angeht. Nein, verdammt, ich will aus.
Nein, nein, nein. Alter, jetzt weiß ich warum nicht. Das gibt's doch nicht. Das sieht aus wie ein großer, fetter Reaktor. Ah, 400 Titan, perfekt. Schön wird's, wenn wir dann erstmal ein eigenes, also ein zweites Schiff haben, das uns die ganzen Wachs auseinander nimmt. Ja, Leute, ich wollte ursprünglich zu den losfliegen zur Forschungsstation. Das ist mal wieder wie üblich alles gut geworden. Ihr seht, ich bin schon lange weg. Wir sind fast an der Forschungsstation. Ich beeile mich ja auch super schnell. Auch den Titanasteroiden, den wollten wir ja auch schon abgebaut haben. Also alles super, alles gut, alles tutti paletti und so. Ich glaube, das war es jetzt erstmal, was wir hier mitnehmen wollen. Ah, den haben wir noch nicht. Da ist nichts mehr drin. Da ist eigentlich auch nichts mehr drin. Aber den Reaktor hier können wir mitnehmen. Den Überlebenden können wir noch den Strom klauen. Die brauchen den eh nicht mehr. Na, den Schlag hat jetzt eh schon. Wir haben die Rechnung einfach nicht bezahlt. Wir müssen ihn abklemmen. So, wir wollen da rüber. Logischerweise. Sind das zwei Sprünge? Klotz springen. Hier ist nichts. Wir wollen darüber. So. Das Schöne an diesem Forschungslabor ist, wir können Komponenten hinzufügen. Ja, da brauchst du wieder so ewig. Und brauchen. Bekommen dafür bessere Komponenten. Das heißt, wir geben ihnen 3 bis 5 Komponenten und kriegen dafür eine bessere Komponente. Welche das genau sind, wie wir es kombinieren, das sehen wir gleich. Wir sind ja nicht mehr weit weg. Und so, ich mache die Konfiguration wieder hin. Wir werden jetzt im nächsten System was machen. Und dementsprechend können wir da etwas verbessern. Alternativ hätten wir dieses Forschungslabor nicht gefunden. Dieses Ruckellabor. Wäre ich hingegangen und hätte hier forschen. Wir können hier quasi Komponenten hinzufügen und kriegen dann hier was. Wäre ich hingegangen und hätte stattdessen wahrscheinlich einfach das Zeug verkauft. Geht Geld. Ist auch so. Dieser Sektor wird auch angegriffen. Was ist denn heute los? Hoffentlich kommen die Verteidiger, bevor sie mir meine Forschungsstation zerstören. Oh, ich sehe schon. Oben sind welche, unten sind welche. Es gibt wieder eine herausragende Weltraumschlacht. Wir haben mittlerweile 10.000 Titanen. Das heißt, ich habe die
Also wir haben die Mindestgrenze von dem, was ich haben wollte, erreicht. Und wir könnten uns dann später mal daran machen, das Schiff auszubauen. So, aus diesem Klotz ein Schiff zu bauen. So nach und nach. Als erstes würde ich gerne daran gehen, das Schiff ein bisschen was aufzumöbeln, dass es ein bisschen was nach vorne ragt und dass wir da ein bisschen Kontur draus bauen. So, auf den letzten 5 Kilometern willst du natürlich nur boosten, das macht ja Sinn. Unsere Trägheitsdämpfer nicht. Dann, ja. Forschen wir doch mal. Wir haben Bergbaugeschütze, Bergbaugeschütze, Bergbau und noch mehr Bergbau. Dann nehmen wir doch mal zum Doppeleisen. Mehr Doppeleisen. Das ist ein Abwrack. Doppeleisen. Doppeleisen und den Titan nehme ich noch nicht. Wir forschen und kriegen heraus ein Doppeleisen mit 20,3. Ist okay. Das hätte besser sein können. So, wir haben hier ein paar Scannerreichweiten. Da noch eine Scannerreichweite. Die dürfen maximal immer eine Stufe voneinander auseinander sein. Wir kriegen eine gelbe Scanner-Reichweite. Nice. Wird auch ein bisschen mehr Geld kosten. Reichweite, wieder Aufladenergie. Sprungreichweite plus 3. Nice. Haben wir schon was Hübsches gesammelt. Cooldown. Dummerweise kosten die alle Geld. Tauschen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, welches das ausschlaggebende Modul ist. Ich vermute mal das vordere. Da bin ich immer noch ein bisschen was am Experimentieren. So, das Ding kommt noch damit rein. Und desto mehr Teile, desto besser. Wie es jetzt genau was rauskommt, das kann ich nicht sagen. Ist okay, das ist kläglich. Überhaupt Cooldown, naja, schade. Wir haben hier noch ein Schild Widerstandskraft. Die schmeißen wir mal da rein. Und den da. Wieder Aufladerrate plus 8%, das hat sich ja voll nicht gelohnt. Haufen Frachtraum-Upgrades. Frachtraum-Upgrades gibt ein ungewöhnliches. Das ist okay. Wir das ungewöhnliche jetzt, was 15% hatte, mit dem restlichen Kram hier zusammen reinschmeißen. Gibt es ein gewöhnliches plus 100? Ah, das ist schade. So, eine Scanner-Reichweite, noch eine Scanner-Reichweite, noch eine Scanner-Reichweite. Reichweite. Das ist ein ganz anderes Modul. Das lassen wir mal weg. Hier wollen wir die Scanner-Reichweite noch reinschmeißen. Manchmal bringt es halt gar nichts. Sie. Ja, alle Geschütztürme plus 1. Das ist auch nicht viel besser als vorher. Bergbausysteme hier mal. Nein, das Training, das mache ich nicht. Das Material Nanolith. Älter.
Ich schmeiß einfach mit rein. Es gibt einen Nanoid, ungewöhnlich. Nice. So, Energiespeicher, Energiespeicher, Aufladerate, noch eine Aufladerate, und ansonsten Aufladerate, zack, erzeugt Energie plus 44, das können wir sogar direkt einsetzen, das ist geil. So, da machen wir sogar Folgendes, wir bauen das hier mal mit aus. Zack, schon haben wir viel mehr Energie. Wir haben jetzt quasi 5 gleiche und kriegen ein besseres. Und wir kriegen die Preisratios von Gütern dazu. Zack. Was haben wir denn da noch? Radarreichweiten. Massensignatur möchte ich jetzt eigentlich nicht wegnehmen. So, die Scannerreichweite schmeiße ich davon rein. Und dich lasse ich mal raus. So. Ach, du musst kläglich. Ich kann dich da gar nicht reinsetzen. So, den Frachtraum. Seltenes Radarreichweite zeigt sie dann. Also, Energie mit Massensignatur. Nice, 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 nice. Das hat sich, glaube ich, auch gelohnt. Dann ist das hier nämlich auf einmal nicht mehr so, so toll. Das da. Und sonst haben wir hier noch die beiden Sachen, aber die wollen wir jetzt nicht zusammensetzen. Hier sind noch ein paar klägliche Sachen. Upgrade, Hyperraum. Ja. Den Rest können wir jetzt mal lassen. Haben die da oben sich mittlerweile geeinigt, wer gewonnen hat? Da hinten sehe ich dann schon ein paar von den Jungs. Was wir hier übrigens nicht machen sollten, sind zivile Schiffe angreifen. Zivile Schiffe angreifen ist verpönt bei jedem, außer vielleicht bei den Piraten. Und Dinge, die verpönt sind, geben natürlich negative Beziehungen. So, du hast irgendwo 10.000 Titan im Rucksack. Wo bist du? So, wo ist das Titan? Hier drunter mal schauen, das sind nämlich die Titanverbindungen. Da steckt ein riesiger Reaktor drunter. Und da steckt wahrscheinlich der zweite riesige Reaktor. Der uns alleine 900 Titan gibt. Das ist ein Spaß. Schön. Und da haben wir die kleine Gruppe Alienschiffe. Ich will mal ein Stück wegfliegen, ansonsten sehe ich nämlich nur noch dieses Schiff. Noch ein bisschen Titan, ich glaube nicht. Ich schneide es einfach trotzdem. Weil ich es kann. Da ist noch ein Stück Schiff, da ist aber nichts drin. Da ist nichts drin. Das ist das gleiche Schiff. Die kleinen Schiffchen geben zwar keine Beziehungspunkte oder sowas, aber vielleicht mal ein oder zwei zusätzliche Sachen, so Teile zum Kram, Komponenten.
erwähnen. Auch die können nicht so viel aushalten im Moment. Das ist aufpassen. Die konnten mal mehr aushalten, aber es kommt ja auch mal wieder vor, dass dann größere Schiffe da reinkommen. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass wir nicht so viel können. Und noch ein Scanner-Upgrade. Die anderen haben sich mittlerweile geeinigt und sind nach Hause gegangen. Dann schauen wir doch mal auf den Friedhof nach, ob wir was ausgraben können. Darunter ist irgendwo noch was Titanhaltiges, ich weiß noch nicht wo. Ich glaube, das war's. Ja gut, da ist noch so ein kleines Stück drin, aber wir müssen jetzt nicht alles rausfiletieren. Große Stücke brauche ich weniger aufzunehmen. Ist darunter noch irgendwas? Ich glaube, das ist das einzige große Stück, von dem ich sprach. Ich keine Hoffnung machen, das mit dem Schiffsdesign mache ich diese Folge nicht mehr. Dafür ist es jetzt einfach zu spät. Da hätte der früher kommen sollen, müssen, tun, ihr wisst schon. Ja, dann inmitten dieser ehemaligen Schlacht danke ich euch jetzt erstmal. Ich schaue mal ganz kurz hier rein. Wir haben, glaube ich, nichts Besseres gefunden. Wieder Aufladeenergie minus 5%. Wir haben Überraum-Cooldown. Der ist sogar relativ cool. Findest Annahme Asteroiden-Wracks. Asteroiden-Wracks. Aber einnehmbare Wracks sind das Interessante, weil manche Wracks kann man einfach wieder flott machen. Und das werde ich jetzt mal übersehen. Also wir haben ein bisschen was gemacht. Ich habe euch mal was Neues gezeigt, nämlich wie man forscht. So eine Station muss man halt auch erstmal finden. Und in der nächsten Folge werden wir uns einfach mal um unser Schiff kümmern. Dann machen wir aus diesem Klotz ein Schiff. Ich bin zufriedenerweise nicht sehr glücklich mit dem, was wir hier gebaut haben, weil es ist halt provisorisch gewesen. Piraten. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Nicht so viele. Das ist vielleicht ein Grund zu sagen, wir setzen jetzt mal einen Alternativkurs.
werden die auf jeden Fall nochmal fertig machen. Dann werde ich sie nochmal ausplündern. Das fertig machen werde ich jetzt noch in die Folge reinsetzen. Oder wie es auch mal ausgeht. Weil ich habe definitiv nicht vor, noch eine weitere Folge zu machen. Heute zumindest. Heute definitiv nicht. Wahrscheinlich werde ich auf jeden Fall eine noch machen. Also, nein, was heißt wahrscheinlich? Ich werde auf jeden Fall noch eine machen, weil ich kann auch so Let's Play nicht mit am Anfang beenden. Zumindest nicht aus so einem Grund. So, kriegen wir schon hin. Wir sind noch zwei weg. Aber du müsstest näher dran sein, dann bist du auch nicht. Ja genau, kümmert euch auch mal um den da. Bisschen Paralliertes ist immer gut. Und wir halten uns so nach weit wie möglich weg, weil wir haben immer noch eine Panzerung, die ist ab hier nicht, sie steht. Und ich kämpfe lieber eine Sekunde länger, als dass ich das Schiff aufgeben muss. Wegspringen. Ihr seht, wir haben relativ wenige HP, deswegen sind wir auch relativ schnell weg. Zum Glück kommt die hier auch mit sehr wenig HPs aus. Oh, fuck. Schon die Frontplatte abgeschossen. Aufhauen. Aber gleich ist es weg. Ja, das gibt Geld, das gibt Punkte, das ist super. Der hat nur Eisen dabei, das interessiert mich dann nicht mehr. Die können selber um ihr Überleben kämpfen. Möglicherweise fast alles nur Eisentrags, also. Wenn überhaupt Material in den Wracks drin ist, also. Ja. Mir geht es jetzt eher um die Komponenten hier. Wo war denn unser Helferding? Das bist du nicht gewesen. Wenn wir jetzt anschauen, wir haben hier die Frontpanzerung verloren. Das ist halt so. Zwei Meter vom Wrack weg. Weil ich möchte nicht aus Versehen im Wrack wieder spawnen, wenn ich fertig bin. Oh, da ist noch Geld. So fliegen will. Ja, mit dieser kleinen Action-Einlage ist das genug ist zum Einnehmen. Das sieht nur so aus. Also mit dieser kleinen Action-Einlage freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich lasse die Schäden am Schiff jetzt mal stehen, weil wir später das Ganze mal reparieren wollen. Beziehungsweise wir bauen das Schiff sowieso neu, dementsprechend werden wir es auch reparieren. Und mit diesen Worten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Möchte euch danken, dass ihr mir die Treue haltet. Solltet euch das Video gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Sollte euch das Let's Play so gut gefallen haben, dass ihr keine Folge verpassen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Avorion in den Weiten des Weltalls, verschollen, verzweifelt, hilflos und ohne Plan. Ciao, ciao.